mein Junge. Noch eine Verrückte. Was ist denn, Fräulein Blanke? Ich denke, Sie können nicht Klavier spielen. Tja, in der Wut kann man manches. Tja. Das ist doch die Höhe. Jetzt macht dieses Biest aus meiner Sinfonie einen Foxtrott. Herr Peter, das ist doch fabelhaft. Das ist von Ihnen? Das ist doch großartig. Donnerwetter, das ist Schmiss. Dieser Rhythmus. Dir gefällt das? Ja. Du hast ja keine Ahnung, Schatz, was du von mir erwarten kannst, wenn ich jetzt einmal richtig wütend bin. In meiner wilden Raserei, da kenne ich mich selbst nicht mehr. Vor lauter Wut spiele ich jetzt schon Klavier. Der tut ja gerade so, als wäre ich überhaupt nicht da. Als wäre ich ein Luftballon, der irgendwo zerplatzt. Was glauben Sie, was ich nachher zu diesem feinen Herrn einmal sagen muss? Naja, Sie wissen schon. Ich war so zahm wie ein Reh, ich möchte den Kerl zerreißen. Und jedem Mann war ich treu, jetzt muss ein Ding passieren. Selbst keinem Wurm tat ich weh, ich könnte mich selber beißen. Und ich war sonst so scheu, man sieht's mir an. Jetzt möchte ich treiten, jetzt möchte ich zanken, jetzt möchte ich toben, so wie noch nie dabei. Mit Sticheleien, Spöttereien, Heucheleien, Zänkereien, ihn blamieren, schikanieren, bis er rasend wird. Ach, warum ist jetzt nicht Nacht, um ihm mal heimzuleuchten? Ach, warum fällt bloß kein Schnee, um mit ihm Schlitten zu fahren? Und alles nur darum, weil ich ihm sagen will, ach, hab mich gern. Diese Idioten auch noch trampeln auf meiner Symphonie herum, diese Banausen. Aber es macht Stimmung. Ich find's wunderbar zum Tanzen. Da bitte. Ja, das könnte Ihnen so passen. Hier tanzen, nach meiner Musik, mit meiner Frau. Oh nein, meine Herren, wenn hier einer tanzt, bin ich es. Ich habe ja auch gewissermaßen ältere Rechte. Das war doch ein sehr ordentlicher Mann. Ein bisschen energisch, aber immerhin. Tja, leider. Großartig, Fräulein Blanke. Das machen wir jetzt jeden Abend. Tja, Frau Direktor, aber nicht für diese Gage. Ich bin ja total wahnsinnig, ich könnte mich ohrfeigen. Warum denn bitte? Weil ich hier mit dir tanze. Noch dazu zu meiner Symphonie. Du brauchst ja nicht, wir können ja aufhören. Ah, damit du dich sofort einem von diesen Kerls an den Hals wirfst. Ich denke nicht daran. Oh, Frau Peter, drück mich doch nicht so an. Ich krieg ja keine Luft mehr. Was brauchst du Luft, wenn du mich hast? Ja. Tja, ja, Frau Direktor. Es ist nicht so einfach, einem Stachelschwein einen Scheitel zu ziehen.